Zur Kontrolle der Luftführung in den Ställen führen wir regelmäßig Rauchproben durch. Hier in diesem Falle sehen Sie eine Rauchprobe mit einem HDT-Kanalsystem in Verbindung mit aufbereiteter Luft über einen Wärmetauscher. Der leicht diffuse Auslass unserer Schlitzkanalkästen sorgt für eine gleichmäßige Verteilung auf den Zentralgang, so wie Sie es jetzt im Bild erkennen können, und ein Überspülen nach beiden Seiten in die Buchten. Die vom Wärmetauscher angewärmte Luft strömt gleichmäßig in den Zentralgang und sackt nicht in die Buchten, sondern überspült die Buchten absolut gleichmäßig. Vielleicht gar nicht, aber wir haben hier Sonnenlicht. Das sollte reichen. Das sieht super aus. Hervorragendes Luftbild. Kommt das hier hin? Ja, ja, kommt locker bis hier hin. Das schafft die locker. Sieht super aus. Gut! Bei den neuen Schlitzkästen war es uns wichtig, den Ein- und Auslassbereich jeweils mit Diffusoren zu versehen, um den Druckverlust zu reduzieren. Von den ersten Planungszeichnungen bis hin zum fertigen Produkt vergehen Monate. Trotz aller Berechnungen während der Planungen ist es unumgänglich, das Produkt nachher in der Praxis mittels Rauchprobe zu prüfen. Erst die reale Praxiserprobung zeigt uns, ob die Computersimulation auch der Realität entspricht. In diesem Falle war es so. Grundvoraussetzungen für gesunde Tiere sind neben einer guten Zuluftführung natürlich auch eine Unterspaltenabsaugung und aufbereitete Zuluft, zum Beispiel über einen Wärmetauscher, so wie in diesem Fall.